Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Schlacht in Total War Rome 2. Wollte gerade Attila sagen. Ja, ich spiele hier wieder mit Cornelius Drake und ihr seht schon, heute gibt's was Besonderes. Wir spielen hier Octavians Rom gegen Pompeius Rom. Das haben wir durch einen Mod ermöglicht. Und das Lustige bei den Fraktionen ist, dass die Auxiliareinheiten, die man in der Kampagne rekrutieren kann, auch auswählbar sind. Das heißt, wir haben hier einfach mal eine ganz lustige Schlacht gemacht. Mit Römern und Auxiliareinheiten. Ich werde die Armeen gleich vorstellen. Regeln waren keine Elefanten, keine Artillerie und mindestens 50% der Einheiten mussten römisch sein. Ich hatte sogar, ja, ich bin mir nicht so sicher, aber ich dachte, es wäre vielleicht auch lustig, mal ein Turnier zu veranstalten mit Mods, also unter anderem mit dem hier vielleicht. Wäre glaube ich, ganz lustig. Na komm. Okay, am besten stelle ich erstmal die Einheiten vor. Nicht so. Hier auf Zeitlupe. So, ich habe hier an den Flanken jeweils zweimal die sarmatischen Briten und Bogenschützen. Das Spiel ist übrigens auf Englisch, aber ich denke mal, das wird nicht weiter stören. Also, wie gesagt, zweimal Briten nur sarmatische Bogenschützen an den Flanken. Ihr seht, Cornelius Drake hat sogar genau dasselbe. Ansonsten noch zweimal Auxiliarinfanterie als Unterstützung. Bei der Kavallerie habe ich einmal prätorianische Kavallerie, einmal Auxiliarkavallerie, dann zweimal persische Kavallerie. Auf der anderen Seite fast dasselbe. Statt einmal persischer Kavallerie habe ich da noch einmal die Suci Equites. Suci Equites. Extraordinari, meine ich, genau. Das lag einfach daran, dass die Auxiliareinheiten hier auch ein Limit haben. Das heißt, man kann höchstens 3 oder 4 verwenden. Bei der Infanterie habe ich zweimal Evocati-Kohorten an den Flanken. Im Kern dann irgendwie 5-mal oder so Legionäre. Das heißt, bei der Infanterie setzt man natürlich trotzdem auf Römer, weil sie einfach die beste Infanterie haben. Oder es gab einfach keine besseren Auxiliareinheiten. Ansonsten die persischen Bogenschützen als Fernkämpfer. Dann hinter den Linien dreimal die thrakischen Krieger. Das heißt, die mit den Falkswaffen. Die werde ich natürlich im Ansturm benutzen. Und dann nochmal 4 Nahkampf-Kavallerie-Einheiten als Reserve. Ich wusste einfach nicht, wo ich die hin tun soll, also standen die erstmal hinten rum. So, schauen wir nochmal bei Cornelius Drake vorbei. Er hat an den Flanken hier einmal kappadokische Kavallerie, einmal Auxiliarkavallerie, einmal persische Kavallerie. Auf der anderen Flanke genau dasselbe. Dann dreimal Auxiliarinfanterie auf jeder Flanke und zusätzlich einmal die Auxiliarspeerbrüder. Ich hoffe, das sind die richtigen Namen auch auf Deutsch. Dann hat er ebenfalls persische Bogenschützen ein paar Mal, ich weiß nicht wie oft. Ich kann es hier nicht genau sehen. Und dann noch thrakische Peltasten. Ansonsten bei der Nahkampfinfanterie hat er Legionärskohorte, gepanzerte Legionäre und Evokatikohorten. Also da ist er mir, glaube ich, etwas überlegen. So, aber schauen wir uns mal jetzt die Schlacht an. Ja, wir fangen natürlich beide mit den Briten Bogenschützen an. Ich habe davor, meine Speerträger in einer langen Linie zu benutzen, um es ihm einfach schwierig zu machen, meine Briten Bogenschützen anzuvisieren. Das liegt einfach daran, dass seine Bogenschützen natürlich automatisch einfach die Einheit anvisieren werden, die näher dran ist. Genauso wie ihr hier gesehen habt. Und ja, sein Ziel natürlich verloren geht, wenn ich außer Reichweite gehe. Deshalb denke ich, dass das so eine ganz gute Taktik war. Allzu erfolgreich wird sie jetzt nicht sein, weil es gleich richtig losgeht mit dem Nahkampf. Er schickt auch schon ziemlich viel Infanterie hin. Ich werde hier, glaube ich, etwas zu spät sein beim Zurückziehen. Also ich werde die Einheit natürlich zurückziehen, weil sie einfach nur ein Schild gegen Fernkämpfer sein sollten. So, ihr seht, ich mache einfach das gleiche immer. Also ihr seht, er schießt hier auf meine Speerträger. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einige Schüsse landen kann. Ich laufe hier auch ein bisschen zu lang hinterher, also ich bin da ein bisschen langsam mit dem Micromanagement. Werde mich, glaube ich, aber noch einigermaßen rechtzeitig wieder zurückziehen können. So, er hat natürlich sehr viele
Peltasten, die ich ungern lange schießen lassen wollte. Deshalb habe ich schnell meine Infanterie hier vorgerückt. Ich habe meine thrakischen Krieger natürlich hier, die werde ich vor meine Legionäre schicken. Also ich werde sie erstmal angreifen lassen, damit ich einen möglichst guten Ansturm habe. An den Flanken geht es gleich im Nahkampf los, aber wir schauen uns erstmal hier den Ansturm an. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob der Ansturm so gut war. Ich denke eigentlich schon. Schauen wir uns das bei den Zahlen an. Ja, war ganz akzeptabel. Einige Einheiten wurden ja ganz schön beschädigt, aber weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Vor allem, da er jetzt währenddessen auf meine Legionäre schießen kann mit seinen Peltasten und seinen Fernkämpfern. So, hier habe ich mich schnell zurückgezogen. Hier geht der Kampf schon los. Es lag einfach daran, dass ich gerade keine Zeit zum Micromanagement hatte. Deshalb habe ich meine Einheiten hier lieber komplett zurückgezogen, statt irgendwie in der Mischung von berittenen Bogenschützen und Nahkampfkavalleristen irgendwas Dummes zu machen. So, meine thrakischen Adligen wurden hier vernichtet. Ich weiß wirklich nicht, ob es sich gelohnt hat. Also ich habe hier eine Legionärkohorte auf die Hälfte runtergebracht. Außerdem denke ich, dass meine Einheiten hier einfach eine zu tiefe Formation hatten. Also ich hätte sie länger rausziehen sollen. Hier drüben kann ich mit Kavallerie einmal durch. Ich werde dann hier den Fernkämpfern nachjagen. An der Flanke beginnt schon der Kavalleriekampf oder hat schon begonnen. Ich benutze da meine Brittenbogenschützen, um da auszuhelfen. Er tut natürlich dasselbe. Hier mit den Speerträgern, das wird noch eine Weile dauern. Ich habe hier auch Kavallerie drin, die hätte ich jetzt vielleicht lieber rausziehen sollen. Ja. Trotzdem bin ich hier mit Kavallerie in seinen Fernkämpfern. Er schickt da seinen General drauf. Werde dem Angriff entgegnen, schicke dann auch gleich hier meine Bogenschützen drauf. Ich hoffe, dass ich seinen General töten kann. Auf der linken Flanke ist es bis jetzt noch nicht losgegangen. Ich sehe hier dann eine kleine Lücke, wo ich meinen General durchschicken werde. Weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, aber ich werde es einfach tun und versuchen, seine Fernkämpfe auch zu vernichten. Beim Infanteriekampf, der war übrigens für mich sehr schlecht. Also er hat dann natürlich meine Einheiten vorher beschießen können. Und weiterhin habe ich mit meinen Legionären eigentlich so gut wie gar keine Anstürme gehabt. Das war sehr schlecht für mich. Und sie waren zu tief gestaffelt. War nicht so gut. Dafür kann ich hier auf der linken Flanke jetzt einen Ansturm landen, dem er nicht entgegnen kann. War jetzt leider keine Schockkavallerie, das hätte ich vielleicht besser machen können. Ich schicke dann weitere Einheiten hier durch die Lücken, versuche seine Fernkämpfe aufzureiben. Was ich leider nicht mache, ist oder nicht rechtzeitig mache, ist hier Anstürme in den Rücken zu landen, um meiner Infanterie zu helfen. Und ich habe hier viele Kavallerieeinheiten rumstehen, weil es einfach, also das sind 40 Einheiten, ich glaube, ihr habt das schon gemerkt, ich habe das gar nicht erwähnt. Aber es ist halt ziemlich schwer zu micromanagen alles. Ich habe schon einige seiner Bogenschützen hier aufgerieben, allerdings schießt er mir jetzt den General zusammen, der damit gestorben ist. Und genau in einem Zeitpunkt, wo die Moral bei mir schon sowieso ziemlich niedrig war, das heißt, viele meiner Einheiten werden hier gleich fliehen. Ja, und er hat einfach sehr viele Fernkämpfer. Ich versuche hier, sie zu vernichten. Und ich hätte einfach hier Ansturm in den Rücken landen sollen. Das habe ich nicht rechtzeitig gemacht. Hier drüben läuft immer noch der Kampf mit den Speerträgern. Also das dauert extrem lange. Ich benutze dann meine Fernkämpfer hier. Meine britischen Bogenschützen, die an dieser Stelle auch kaum mehr Munition haben. Und schauen wir uns das mal aus der taktischen Karte an. Okay, das ist ein Chaos. Da sollte man sich vielleicht nichts... Wird man nichts erkennen können. Aber wie gesagt, hier meine Infanterielinie ist inzwischen fast komplett zusammengebrochen. Hier habe ich noch einige Einheiten. Aber er hat einfach noch einige seiner Fernkämpfer, mit denen er hier noch Einheiten von mir aufreibt. An den Flanken sieht es bei ihm, glaube ich, auch etwas besser aus. Obwohl er eigentlich gar nicht mehr so viel Kavallerie übrig hat. Ja, weiß nicht genau. Also an dieser Stelle sieht es eigentlich relativ ausgeglichen aus. Allerdings kann er jetzt in meine persischen Bogenschützen letztendlich kommen mit seinen britischen Bogenschützen. Er wird sie dann auch aufreiben können. An den Flanken bin ich unterlegen. Er wird hier noch einige Einheiten dazu schicken. Ich habe seine Fernkämpfer überwiegend aufreiben können, aber er hat mir jetzt langsam auch die letzte Kavallerieeinheit hier zusammengeschossen. Das ist die Prätorianische Garde, die jetzt gleich fliehen wird. Hier drüben versuche ich, einige seiner Einheiten in die Zange zu nehmen und sie schnell zu vernichten, was aber leider zu lange dauert.
Ich denke mal, das sind auch ja die gepanzerten Legionäre und die Evokatikorte. Die sind meinen Einheiten natürlich überlegen. Ich habe nur normale Legionäre. Das heißt, ich habe da keine Chance, obwohl ich sie hier komplett umschlossen habe. Und ja, somit endet die Schlacht dann auch. Also er reibt meine Bogenschützen mit seinen brennenden Bogenschützen dann komplett auf. Meine Legionäre fliehen hier jetzt dann auch, obwohl sie die gegnerischen Einheiten umstoßen hatten. Und es bleiben jetzt nur noch hier ein paar Speerträger an den Flanken, die noch ein bisschen länger kämpfen. Ich hab ja ein bisschen zu lang gebraucht. Ja, ich wollte ja eigentlich hier in den Rücken schießen, aber er ist dann mit einer weiteren Einheit gekommen. Und ja, das war's dann. Ich denke, das war eine ganz coole Schlacht. Also war auf jeden Fall mal was anderes. Ich werde mir vielleicht überlegen, mal wirklich irgendwie so ein Turnier zu veranstalten, wo ich ein paar Mods benutze. Ich denke, selbst die römischen Fraktionen gegeneinander wären auf jeden Fall sehr lustig, weil man einfach sehr viele Einheiten einsetzen kann. Ich zeige euch das gleich einfach mal auch in einer benutzerdefinierten Schlacht, oder ich zeige euch einfach mal, welche Einheiten man alles rekrutieren kann. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. So, ja, die Schlacht ist damit zu Ende. Ja, wir können uns hier die Statistik anschauen. Man kann hier nicht genau was, nicht viel erkennen, aber ja, ich denke, die britischen Bogenschützen haben sich ziemlich gelohnt, bei mir und bei ihm. Die haben sich ganz gut geschlagen. Das sind die sarmatischen britischen Bogenschützen, die haben einen sehr guten Geschossschaden. Ansonsten bei der Kavallerie habe ich teilweise wirklich verschlafen. Also ich hab hier zwei Einheiten, die ohne Kills vernichtet wurden. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich weiß nicht, was ich da verpennt habe. Das ist natürlich ziemlich blöd. Er hat aber auch hier eine Auxiliarkavallerie, die gar keine Kills hat. Also ganz seltsam. Wie gesagt, das sind hier 40 Einheiten, also 40 Slots. Da ist natürlich extrem schwierig, alles zu micromanagen. Meine thrakischen Krieger, die haben hier ja relativ viele Kills. Ich weiß nicht wirklich, ob sie sich gelohnt haben. Naja, also Einheiten ganz vernichtet haben sie nicht. Ich hätte sie vielleicht wieder zurückziehen sollen nach dem Ansturm. Ich weiß nicht genau. Wäre vielleicht das Schlauere gewesen. Ansonsten, ja, meine Legionäre waren natürlich sein. Er hat fast nur Evokati-Kohorten gehabt und dazu noch einige gepanzerte. Also Legionäre hat er auch. Er hat Legionär-Kohorten gehabt. Ich habe normale Legionäre gehabt. Deshalb war ich ihm da weit unterlegen. Er hatte auch relativ viele Evokati und gepanzerte Legionäre gehabt. Da hatten meine kaum eine Chance. Und ja, das war's dann eigentlich auch. Ihr seht, von der Statistik her war es auch relativ ausgeglichen, außer dass ich zu viel Kavallerie hatte. Ihr seht, er hat 400 Männer mehr als ich. Ich denke mal, das lag einfach an der Kavallerie. Ich hätte da vielleicht stattdessen einfach mehr Legionäre nehmen sollen. Weil in Rome 2 ist die Kavallerie jetzt sowieso relativ schwach. Ja, da hätte mehr Infanterie vielleicht wirklich besser abgeschnitten. Ja, ich zeige euch nur kurz mal hier, welche Einheiten man alles rekrutieren kann. Ja, ihr seht hier Antonius Rom. Also wie gesagt, man kann alle römischen Einheiten spielen und zusätzlich noch alle Auxiliareinheiten. Also hier zum Beispiel, man kann sogar als General Legionäre nehmen, was ich richtig geil fand. Das haben wir in der Schlacht jetzt nicht gemacht, weil das war eine Schlacht mit sehr vielen Einheiten und da ist natürlich ein mobiler General besser, aber ich denke, bei 20 Einheiten kann sich ein Legionärsgeneral durchaus lohnen. Oder Evokati. Ist natürlich richtig geil. Ansonsten hier noch, ihr seht hier die ganzen Auxiliareinheiten. Ja, Thraker, Kelten, Ägypter, alles mögliche. Auch bei den Speerträgern, bei den Fernkämpfern natürlich ist es besonders nützlich, weil er die römischen Einheiten ja eher unzufriedenstellend sind. Ansonsten noch hier ja, bei der Schockkavallerie natürlich die persische Kavallerie. Ansonsten bei der Nahkampfkavallerie, die kappadokische lohnt sich da natürlich sehr. Und natürlich berittene Bogenschützen. Also wie gesagt, das ist extrem lustig, so eine Schlacht zu schlagen. Schreibt mal, ob ihr vielleicht einfach auch irgendwie Interesse habt an irgendeinem Turnier. Also ich glaube, irgendein Turnier möchte ich sowieso irgendwann mal wieder machen. Aber mit so Mods wäre es natürlich ganz lustig. Vielleicht habt ihr da auch selbst Vorschläge. Obwohl es natürlich bei Mods, die neue Einheiten hinzufügen, natürlich problematisch ist, weil dadurch das Balancing über den Haufen geworfen wird. Aber diese Mod hier zum Beispiel ist eigentlich ganz cool, weil man einfach nur mehr Einheiten einsetzen kann. Und es wäre ganz interessant zu sehen, wer die besten Builds aus aus so einer Einheitenauswahl zusammenstellen kann.
Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. War mal was anderes. Ich hoffe, das hat ein bisschen Abwechslung jetzt gebracht. Ich weiß, es ist ein bisschen eintönig jetzt, weil ich schon lange Rome 2 gebracht habe und Attila ist mit dem Balancing gerade eher nicht zufriedenstellend. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.